Julian, du bist dran. Julian, du bist dran. Okay. B, 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 wie Biene. Ja. Okay, jetzt bist du dran. Okay. K, wie Katze. Ja. Sehr gut. Kinder, helft ihr mir bitte kurz das Mittagessen vorbereiten? Dankeschön. Kommt. Mahlzeit. Lecker. Gut. Emmy, sollen wir am Nachmittag rausgehen, spielen? Ja, das ist eine sehr tolle Idee. Das Wetter ist so schön. Das machen wir. Ja. Zuerst esst sie jetzt erstmal gemütlich fertig. Okay. Emmy, du machst es noch deine Hausaufgabe und dann könnt ihr rausgehen. Ja, Mama! So, ihr zwei. Mama und Papa räumen jetzt ein bisschen unsere Höhle auf und ihr geht ein bisschen raus spielen. In Ordnung? Ja! Ja! Komm, schnell! Was könnten wir spielen? Wie wär's mit Verstecken? Ja! Gut, wer fängt an? Ich. Du zählst, ich versteck mich. Okay. Okay, los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Wo soll ich mich nur verstecken? Sechs. Ach, ich gehe noch ein bisschen weiter nach oben. Acht, hier findet sie mich sicher nicht. Gefunden! Oh, aber das war ein gutes Versteck, oder? Ja, es war schon gut, aber ich habe wegen deinem Kichern dich gehört. Okay, jetzt zähle ich. Vier, fünf, hier findet er mich nie. Sechs, acht, neun, zehn. Versteckt oder nicht? Ich komme! Eins, zwei, drei, vier. Die finde ich bestimmt gleich. Schauen wir mal, wo sie steckt. Hier oben ist sie nicht. Wo könnte sie denn sein? Papa, hast du Emmy gesehen? Nein. Hat sie sich in dem Fall gut versteckt? Ja. Mama, Papa! Ich hab dich gefunden! Nein, komm schnell! Ich hab es entdeckt! Miau! Schau mal, wie süß das ist! Papa, schau mal, was ich gefunden habe! Oh, ist die süß. Komm, wir nehmen sie mal mit in die Höhle. Schauen, ob es ihr gut geht. Los. Also so scheint die nicht zu fehlen. Was fressen Katzen überhaupt? Also jetzt am Anfang, solange sie so klein ist, trinkt sie Milch. Schatz, haben wir Milch zu Hause? Nein. Okay, wisst ihr was? Dann gehe ich schnell auf den Weg und gehe ein paar Sachen besorgen. Ihr schaut dabei, dass die Katze gut beschützt ist. In Ordnung? In Ordnung, Papa. Ich bin wieder zurück. Zeig mal, was du gekauft hast. Oh, ich habe viele Sachen gekauft für das Kätzchen. Ich fülle eine Wanne mit Wasser. Dann kann sie dort eine Runde baden. Darf ich helfen? Natürlich. Komm. Ich glaube, sie findet es ganz angenehm.
immer gedacht, Katzen mögen Wasser nicht so gerne. Aber die scheint es ganz zu genießen. Ja, wenn sie so dreckig ist. So, jetzt bist du wieder sauber. Papa, können wir die behalten? Bitte, 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 bitte. Aber Emily, die gehört doch sicher jemandem. Vielleicht nicht. Ich mache ein Plakat. Und wenn sich niemand meldet, dann können wir die Katze behalten. In Ordnung, mein Schatz. Du hast ja immer schon ein Haustier gewünscht, oder? Ja! So, hier hast du ein bisschen Milch. Oh, sie ist so süß. Kann ich mit ihr später spazieren gehen? Jetzt lassen wir sie erst einmal hier ankommen. Was für einen Namen sollen wir ihr denn geben? Hast du eine Idee? Ich nenne sie Erdbärchen. Erdbärchen? Was für ein lustiger Name. Aber in Ordnung, dann soll sie Erdbärchen heißen. Weil ich liebe Erdbeeren. So, ich habe noch ein Häuschen gekauft. Dann kann sie hier schlafen. Ich glaube, es gefällt dir. Was meinst du? Ich glaube auch. Ich glaube, es gefällt dir. Was meinst du? Ich glaube, es gefällt dir auch. Komm, Emily. Wir gehen eine Runde spazieren mit der kleinen Katze. Nimmst du das Kätzchen dann alleine? Ja, das würde ich liebend gern. Na dann los. So, nun ist es Zeit, um ins Bett zu gehen. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Erdbärchen. Gute Nacht, Erdbärchen. Schlafen. Gute Nacht, Erdbärchen. Schlaf schön.